Moin Moin, Servus Leute. Ich dachte, ich wollte euch das nicht vorenthalten, was heute noch Schickes angeliefert wurde. Ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram schon mittlerweile gesehen oder auch noch nicht. Ich weiß es noch gar nicht genau. Ja, der Optum ist da. Wir haben ja den 8R gekauft und haben gedacht, der kommt nicht mehr und jetzt ist er auf einmal da. Allerdings, Vorsicht, das hier ist nicht der geschulte Zuschauer wird sehen, den wir tatsächlich bestellt haben. Weil wir hatten ja einen mit 900er Bereifung bestellt. Dieser Schlepper ist eine Ersatzmaschine von Case, die uns über HFT, Hebe- und Fördertechnik in Thüringen zur Verfügung gestellt wurde. Also einmal besten Dank an dieser Stelle hier. Ja, weil tatsächlich aufgrund von Lieferengpässen, ihr könnt euch das vorstellen, momentan sehr, sehr viele Maschinen im Verzug sind. Aber Case hat gesagt, Leute, bevor die Saison vorbei ist und ihr den schicken Optum nicht gefahren habt, ja, kriegt er diese Maschine. Und jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir die nächsten Wochen mit denen quasi im Gang sind. Ja, schönes rotes Frontgewicht drin. Böser Optum-Blick, ihr kennt das schon. Die Maschine ist ja mehr oder weniger neu. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie 40 Betriebsstunden gehabt, als wir den bekommen haben. Also noch nichts gemacht, gerade alles schön eingelaufen. Und ja, die Köckerling hatte ich euch im vorherigen Video ja schon gezeigt mit dem 8R. Da gibt es jetzt erstmal nichts groß, glaube ich, zu erzählen. Wir laufen noch einmal rum hier auf die andere Seite, dass wir noch mal den Schlepper noch mal von hinten angucken können. Tatsächlich ist das nicht so ganz einfach gewesen, hier die Anschlüsse ranzubekommen, weil von der Scheibenegge die Hydraulikschläuche ein bisschen kurz waren hier. Das ist dann halt ein bisschen höher angebaut, entsprechend. Aber wir haben es jetzt so hingekommen, dass wir es hier so ein bisschen uns zurechtgezogen haben und so passt das hier eigentlich auch. Ist halt auch ein hoher Schlepper, ne? Also der ist in Summe hoch. Und da sind natürlich auch die Steuergeräte hoch, wobei, was heißt hoch, das ist jetzt so, ich bin 1,78 Meter, ist halt schon noch auf normaler Höhe, man muss da jetzt nicht groß hochstecken. Aber da sieht man natürlich, dass beim 8R zum Beispiel, ja, das auch alles relativ schön niedrig angebracht ist. Hier sieht man auch, wir haben wunderschöne Michelin-Bereifung. Das ist ja, obwohl das nur, in Anführungsstrichen, ein 710er ist, A, ist ein VF-Reifen, das heißt, wir können hier noch ordentlich Luftdruck runterlassen. Wir sind jetzt heute erstmal losgefahren. Haben den Luftdruck nicht super hoch, aber da ist sicherlich noch was zu optimieren. Also seht es uns nach, es ging jetzt mal ein bisschen um Ausprobieren. 75er Querschnitt, das bedeutet, das ist ein 2,15 Meter Reifen. Das sieht man hier auch schon schön. Ja, und so ist das eine sehr beachtliche Erscheinung. Vorne 620er, 30 Zoll, auch der hohe Reifen. Ja, und so, ich habe euch das ja in den vorherigen Videos auch schon gesagt, wir haben uns die Maschine ja nicht ohne Grund ausgesucht, weil das halt schon ein sehr schicker Schlepper ist. Schöne Motorhaube hier. Dicke rote Hummel. Oh Gott, hier der Aufstieg. Da muss ich erstmal hochkommen. Da alles abtreten hier. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder einrichten. In der guten Stube. Wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht alles perfekt eingestellt, aber ich habe trotzdem gedacht, wie gesagt, ihr sollt gleich bei den ersten Metern mit dabei sein. Wir sind ja letztes Jahr in Werl bei der Veranstaltung schon die ersten Modelle vom neuen Optum gefahren. Das ist jetzt hier, sage ich mal, ein Modelljahr, das aktuelle Modelljahr. Softwareseitig, soweit ich das zumindest im ersten Moment sehen kann, hat sich hier auch noch mal ein bisschen was getan. Es läuft alles irgendwie ein bisschen flüssiger und noch besser. Ja, und sonst haben wir natürlich hier die bekannte, schicke, neue Bedienarmlehne. Hier der Joystick, der eigentlich alle wichtigen Funktionen beinhaltet. Und schönes, dickes Lederlenkrad, ein super schön klares Eckpfosten-Display, wo man hier eben entsprechend auch die einzelnen Fahrbereiche angucken kann. Wir fahren jetzt hier 14 km/h und ja, wir werden, wie gesagt, in den nächsten Wochen euch da noch ein bisschen mehr dazu zeigen. Wir haben jetzt hier schon die Ansicht, wo wir ja, das Lenksystem eingerichtet haben, was echt super easy ging. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist sehr schnell aktiviert gewesen. Wir haben einfach auf den Acker gefahren, wir konnten hier die AB-Linie ziehen. Arbeiten jetzt hier mit knapp 5 Meter Arbeitsbreite. Jetzt muss ich erstmal hoch machen hier die Scheibenegge. Und ja, von daher passt das eigentlich ganz gut. Wir sind ja hier, wie gesagt, witzigerweise auch gestern schon mit dem 8R drauf gewesen. Deswegen haben wir auch einen ganz guten Vergleich. Also deswegen zugtechnisch, klar ist eine Scheibenegge, wo es jetzt ein bisschen flacher ist, aber zugtechnisch ist das nicht so ein Riesenunterschied entsprechend. Also hätte ich tatsächlich gedacht, dass der 8R dann einen größeren Unterschied macht. Der Optum schlägt sich also mit anderen Worten ja, sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir mal vorsichtig, dass wir hier nach vorne kommen, dass das funktioniert. Genau, man drückt einfach hier auf den Lenksystemknopf. Er lockt sich jetzt auf die entsprechende Spur ein. Warum fährt er jetzt hier so weit rüber?
Ne, irgendwas funktioniert noch nicht. Oder doch? Ach doch, jetzt genau. Jetzt zieht er den rüber. Hinten muss das Ganze runter. Dann heißt es eigentlich nur entsprechend nach vorne machen hier den Hebel. Also gar nichts groß entsprechend einstellen. Und ja, dann läuft die Kiste ganz entspannt nach vorne. Wir haben 14 km/h, 1400 Touren. Das ist tatsächlich weniger als der 8R gemacht hat. Ich habe den 8R aber auch nicht perfekt eingestellt. Aber das muss man einfach mal sagen, dass das, was mir schon auch bei der ersten Vorstellung von dem Optum aufgefallen ist, dass der sehr niedrige Drehzahlen fährt, auch eine sehr, sehr geringe Geräuschentwicklung in der Kabine hat. Also sehr, sehr angenehm. Und also überhaupt die Kabine ist extrem hochwertig verarbeitet und sehr, sehr angenehm. Das ist einfach ein Riesensprung für Case und sehr, sehr weit in Richtung Fendt und John Deere. Das ja, kann man einfach, glaube ich, mal so stehen lassen. Und ja, also der Motor eben da eigentlich einen sehr guten Eindruck macht und auch die Abstimmung zwischen Motor und Getriebe hier sehr interessant ist. Also es ist ein leistungsfähiger Schlepper und ja, ich wiederhole mich, diese Scheibenegge ist natürlich jetzt kein Riesending, aber wir dürfen nicht vergessen, die Scheibenegge wiegt 8 Tonnen. Das bedeutet, die musst du auch erstmal anständig in Fahrt bringen und das macht der Schlepper hier sehr gut. Und wir werden vielleicht die nächsten Tage dann auch nochmal auf dem hügeligeren Gelände entsprechend fahren und da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kämpfen müssen. Oh ja, Fahrkomfort ist auch sehr gut. Wer hat denn hier die Fahrspuren durchgezogen? Mann, 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 Mann. Naja, auf jeden Fall, ja, guter erster Eindruck auf jeden Fall. Und bestätigt eigentlich ja das, was wir auch letztes Jahr schon mit dem Case, sag ich mal, erlebt haben. Und ich freue mich einfach, dass wir jetzt auch über die nächsten Wochen, über die Erntezeit, ja, hier wirklich einen tollen Schlepper haben. Auf jeden Fall mal. Da müssen wir mal gucken, wie das Richtung Herbst aussieht, ob wir dann unseren Optum tatsächlich pünktlich zum Herbst noch bekommen oder ob wir diese Saison quasi mit dieser Maschine fertig machen. Ja, werden wir dann einfach mal sehen, was da denn am besten ist und am besten funktioniert. Hier haben wir auch alles noch nicht so richtig eingestellt. Also ihr seht das jetzt ja schon, wir fahren jetzt hier zwar Lenksystem, aber eigentlich müssten wir ja hier auch eine Bedeckungskarte jetzt sehen, also wo wir quasi tatsächlich, was wir abgearbeitet haben, damit wir auch mal einen Hektarzähler anmachen können. Da müssen wir uns nochmal einfuchsen, wie gesagt. Das ist jetzt so 3 Stunden, nachdem der Schlepper geliefert wurde und wir freuen uns einfach, dass er läuft, dass er zieht und dass wir erstmal hier für heute Abend mal diese Fläche weiter voranbringen können. Weil das ist ein relativ langer Schlag, auch gerade da hinten hin werden die Bahnen nochmal deutlich länger. Das heißt, es sind 30 Hektar hier und ich weiß nicht, mit dem 8R hatte ich, na was waren das? Das waren nicht viel mehr als 5 bis 8 Hektar, die ich den einen Abend noch geschafft habe. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir weiterkommen hier. Und gucken, dass wir hier heute Abend wenigstens noch mal 10 Hektar abreißen, bevor dann heute Abend Feierabend erstmal ist. Ja, genau, so sieht das erstmal aus. Ich meine, ich würde fast sagen, alles unaufgeregt, aber das ist ja auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn so ein erster Tag mit so einem neuen Schlepper eher unaufgeregt ist, dann heißt das ja auch, dass alles erstmal gut funktioniert. Ich muss mir den Sitz auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen besser einstellen. Ich sack ja hier weg. Oh, diese Kanten. Wir müssen eigentlich wirklich mal hier noch mal das Vorgewände. Ach, wisst ihr was, Leute? Das mache ich jetzt mal. Ich drehe hier noch mal um. Wir machen jetzt hier mal diese Fahrspur. Das ist ja schrecklich, ne? Da muss man ja nicht die ganze Zeit durcheiern. Ist nicht gut für die Technik und auch nicht gut für das Gemüt. Werden wir jetzt nämlich hier einmal die Scheibenegge reinhängen. Zack, zack, zack. Machen wir hier einmal das Vorgewände fertig. Dann ist das ein bisschen angenehmer. Dann können wir uns den Schlag nämlich auch gleich nochmal angucken. Dann seht ihr hier ein bisschen was. Was ja auch ganz angenehm ist. Man hat immer das Gefühl, der Trecker steht irgendwie. Die Geschwindigkeit kommt überhaupt nicht so rüber. Also jetzt, klar, huckelt das ein bisschen mehr, weil wir jetzt hier durch diese aufgebrochene Vorgewende-Fahrspur fahren. Aber sonst hat man immer das Gefühl, 14 km/h ist fast gar nichts. Also beim 8R hatte ich das Gefühl, dass ich bei gleicher Geschwindigkeit viel schneller unterwegs bin.
Und von daher, schon spannend, wie gut die Kabine das abschirmt hier alles. Hoppel, die Hoppel, die Hoppel. Ja, das war mal dringend notwendig. Oh ja, das ist ja geil. Dann können wir hier gleich mal auch noch mal hochfahren. Vielleicht fahre ich dann auch auf der anderen Seite noch mal wieder hoch. Das ist ja hier. Ja, hier muss er dann mal ein bisschen kämpfen gleich, wenn wir gleich wieder hochfahren. Ich könnte ja einfach mal runterfahren. Das wäre doch mal eine Idee. Oder ich fahre, nee, ich fahre einmal außen rum. Dann fahren wir an der anderen Seite hoch. Und hier geht es mal ein bisschen abwärts. Rums, rums, rums. Eieieiei. Vielleicht nicht ganz Vollgas. Ein bisschen hier Material schonender. Schup, schup, schup. Oh, aber ist eigentlich ein ganz geiler Schlag hier. Aber hier merkt man auch, sieht man schon an den hochgebrochenen Brocken, dass der Boden hier in der Senke natürlich deutlich schwerer ist als da oben, wo er dann doch ein bisschen leichter gefallen ist. Ja, ne, es ist hier ein mega Gehuckel, aber durch Vorderachsfederung, Kabinenfederung merkt man natürlich hier wenig. Dann fahren wir nämlich schön an der anderen Seite mal wieder hoch. Da ist die Kuppe nicht so steil. Schade eigentlich. Ne? Vielleicht hätte ich hier wieder hochfahren müssen, aber das hätte mich interessiert, wie er hier zu kämpfen hat. Das machen wir dann vielleicht mal ein andermal. Aber es wäre jetzt eine unnötige Tour. Deswegen, oh, Leute, was sind denn das hier für Dinger? Rums, rums, rums. Eieieiei. Vielleicht fahren wir mal schlauerweise so ein bisschen versetzt hier. Dann ist das nicht ganz so wild. Na gut, jetzt fährt natürlich das Fahrwerk da in dem Zeug. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht noch was abreißen. Vor lauter Übermut. Ja, sonst, genau, da gehen wir die nächsten Wochen dann nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Es gibt halt, wie gesagt, Hauptmenü, dann kann man einstellen, wie breit das Einbaugerät hier entsprechend ist. Wir haben jetzt mal eine Egge gewählt, die natürlich nicht von der Firma Case ist, aber da kann man sich natürlich auch was anderes reinpacken. Man kann Einstellungen für den Schlepper machen, was Beleuchtung, Federung etc. alles Mögliche anbelangt. Lenkung, das hatten wir auch schon mal gezeigt. Ich habe entsprechend dann ja, eine Übersichtsseite, wo ich die Steuergeräte mir anzeigen kann, wo ich das Hubwerk angucken kann und halt eben eine Ansicht, wo ich den Schlepper quasi auf dem Feld sehe. Und das heißt mehr oder weniger, die Ansicht heißt jetzt Feld bei uns. Das heißt, das ist dann in erster Linie ja, Lenksystem quasi. Und dann kann ich hier, kann man natürlich dann entsprechend Lenklinien einsetzen. Also kann man sagen, ich möchte eine gerade Linie machen, kann jetzt hier eine Aufnahme drücken, AB-Punkt entsprechend machen. Ja, also ich denke mal relativ normal und auch intuitiv nutzbar. Hier hinten sind auch noch scheinbar, ich spüre das gerade, USB-Anschlüsse. Und genau, von daher passt das eigentlich erstmal ganz gut. Elektronischer Steuerhebel, vier Doppelwirkensteuergeräte hier nochmal drauf. Kann ich mir natürlich alles hier auf den Joystick legen, auf den Fahrhebel legen. Kann ich mir auf den Joystick legen. Da gibt es halt diverse Möglichkeiten. Eieieiei. Das sind aber auch hier wilde Fahrten. Und diese Scheibenegge ist einfach ein Monster. Das muss man einfach wirklich mal sagen. 5 Meter Arbeitsbreite und so ein Gewicht läuft natürlich dafür auch wahnsinnig gut. Ne? Das ist auch wieder ein Thema, wenn ich eine 8 Tonnen Scheibenegge habe, dann liegt die natürlich auf dem Acker wie ein Brett, auch bei hoher Geschwindigkeit. Hüpfen, springen oder ungleichmäßige Arbeitsbilder sind damit natürlich auch fast ausgeschlossen. Und ja, hier fährt er jetzt ein bisschen bergan, aber man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie zu kämpfen hat oder sowas in der Richtung. Ich weiß auch gar nicht, wir fahren sogar noch auf Auto und ich habe auch noch kein Differentialsperrenauto drin, also ja, da geht noch was, ne? Tut sich da jetzt nicht unbedingt wirklich schwer mit. Ja, jetzt sind wir wieder bei 14,3 km/h, geht die Drehzahl wieder runter. Ja, eigentlich ganz nice und vor allen Dingen wunderschönes Abendwetter.
Es hat heute immer mal wieder so ein bisschen geregnet, aber in Summe natürlich nicht genug, dass jetzt hier mit Dreschen irgendwie aufgehört werden musste. Wir sehen jetzt hier gerade keinen Drescher in der Nähe, leider. Jetzt hätten wir hier auch nochmal hinfahren können, was gucken können, aber das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch passieren. Richard, der macht auch schon seinen Lexion fertig, das passiert dann auch da bald mal in den nächsten Tagen und dann, ja, schauen wir mal. Pass mal auf, ich steig nochmal ab, wir machen noch einmal Walkaround hier, dann habt ihr da auch nochmal einen Blick von außen. Einmal auf Neutral wegmachen und schon kann man aussteigen hier. Das erste, was sofort auffällt, ihr hört das ja auch schon, der Motor geht von der Drehzahl sofort runter, wenn man absteigt und ist super leise. Also Lüfter und Motor, man kann ganz normal sprechen, es ist überhaupt nicht laut. Und wunderschönes Abendlicht. Ja, so macht er hier, glaube ich, vor der Köckerling eine ganz gute Figur und vor allen Dingen macht er Bock. Ne? Das ist das Allerwichtigste, es macht einfach Spaß, die Maschine zu fahren. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, das soll es erstmal heute quick and dirty im ersten Versuch gewesen sein. Ja, macht's gut, wir hören uns. Ciao.